mais me pertencem. Pecadoras, fracas, mas essas mãos pertencem a Jesus. Tanto que o sacerdote já age na pessoa de Cristo para servir, para abençoar. Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, das ist das Video, was ich euch erzählt habe. Da ist ein Pfarrer, der sagt, ja, ganz klar, ich kann nicht so gut Portugiesisch. Das heißt, ich kann nicht so gut, ich verstehe es nicht so gut. Und Flackers und Pegadores, das heißt also Sünder, ja. Auf jeden Fall geht es hier in dem Video darum, dass der behauptet, dass dicke Frauen, ja, nicht in den Himmel kommen. Und am Sonntag habe ich ein Video gemacht über das Thema, dass wenn ein Pfarrer, ja, in einer Kirche etwas redet, was absolut schwachsinnig ist, sollte die Frau aufstehen, ja, selbst die Frau, und ihm ganz klar sagen, ja, ihn hinauswerfen, ja, und schaut, ja, keine 12 Stunden später, nachdem ich das Video gemacht habe, ist das in Brasilien passiert, Leute. Ja, seht ihr, die Frau ist dick. Ja, also Molly. Er hat sich das nicht gefallen lassen, was der da war. Er hat Gericht gehalten. Ja? Einfach irgendwas gebabbelt, was nicht stimmt. Ja? Nach dieser idiotischen Aussage könnte man auch sagen, wenn der Pfarrer dick wäre, ja, könnte er auch sagen, ja, alle, die dünn sind, kommen nicht in den Himmel. Ja? Alle, die blond sind, kommen nicht in den Himmel. Alle, die sich die Haare blond färben, sagen wir mal, ja. Die können die Katholiken da oben erzählen, was sie wollen. Und schaut euch mal an, wie viele Menschen da zugucken und wie viele Menschen dort. Ja. Ich sage euch, Leute, der Weg ist schmal. Nicht ich sage, dass Gott sagt das. Ich sage, ich wieder, ja, ich rezitiere nur. Ja. Schaut euch das an, warum der Weg schmal ist. Menschenverliebtheit. Sie glauben, diese Paganen, ja, Katholiken sind Paganen, ja. Katholiken sind Paganen, ganz knallhart Aussagen. Sie sind menschenverliebt, ja. Sie brauchen den Mensch, das, was der Mensch sagt, ja. Sie glauben, sie vertrauen dem Mensch, und wer dem Mensch vertraut, sei verflucht. Hier schaut euch das an, ja. Hier schaut euch das an, wie viele Menschen dazu gucken, und warum Gott sagt, der Weg ist schmal. Denn so viele, ja, weil wir ja glauben, dass wir so viele Menschen sind, die an Gott glauben, an den der Bibel, ja. Die Leute sind noch entstürzt, dass sie ihn runtergeschmissen hat. Die müssten eigentlich jetzt jubeln. Also von der menschlichen Schwäche und Sünde heraus müssten sie sich eigentlich freuen und jubeln, nachdem der Priester das gesagt hat. Die Leute sind entsetzt, dass die Frau die runtergeschmissen hat. Seht ihr das? Die greifen sich am Kopf, sind entsetzt. Wie können sie das tun? Ja? Wie können sie so etwas tun? Das ist genau richtig, was die Frau da getan hat. Ja, gut, der hätte sich verletzen können. Das hätte nicht auf diese Art sein müssen. Aber ich meine, jetzt ist genau richtig, was die Frau da gemacht hat. Denn ganz klar, der Leute ganz klar zu sagen, was er da macht, ist falsch. Er hat Gericht abgehalten. Das ist, was ich euch sage. Ja? Wenn du etwas sagst, was nicht in der Bibel steht, dass du in die Hölle kommst, ist das Gericht abhalten. Der Mann hat Gericht abgehalten über die ganzen dicken Menschen auf dieser Welt. Ja, die auch noch in Zukunft kommen und in der Vergangenheit. Ja, Leute. Unfassbar. Unfassbar. Und ich habe es gesagt, ja, am Sonntag habe ich das Video gemacht, ich weiß nicht, wann das hier passiert ist, ja. Ich glaube, am selben Tag noch, denke ich mal, zur Sonntagskirche. Dort ist ja 6 Stunden in Brasilien, das ist 6-7 Stunden früher als hier. Ja. Am Sonntag habe ich das Video gemacht, nachmittags. Dann war es wohl dort, keine Ahnung. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Noch am selben Tag ist passiert, was ich gesagt habe, eine Frau sollte aufstehen und einen Priester, der falsches lehrt, ja, ihn von der Kirche schmeißen. Vielleicht habe ich das Video noch auf dem PC, aber vom Handy habe ich es gelöscht. Gucke ich nachher mal. Werde ich das zeigen, was ich da gesagt habe. Ja? Und dann passiert es noch, während wo ich das ausgesprochen habe. Ist das nicht der absolute Hammer, Leute? So. Guckt euch das an, die greifen sich an die Brust, ans Gesicht, am Mund, die sind entsetzt. Wieso sind die entsetzt? Ja?